Ja, ein wunderherrliches Moin Moin und willkommen zurück zu Dragon Quest Builders 2. Ja, die letzte Aufnahme ist schon wieder ein paar Tage her. Ist jetzt Essenszeit, Und sie gehen alle in die Bar. Richtige Suffis, weißt du? Erstmal eine Bar. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, und ja, wir haben in der Mine noch ein bisschen was zu tun. Ich weiß gar nicht, was unsere aktuelle Quest ist. Was will er? Achso, ja, genau. Zwei Sätze Kurzhanteln, zweimal Bergbauwerkzeuge und zwei Handtuchhalter in einen Raum. Genau, da waren wir. Und es soll eine 1-Stern-Ausgefallenheitsstufe haben. Das wollten wir hier bauen. Aber die Muckibude muss ja nicht so groß werden. Huch. Damit. So, das wird die Muckibude. Einmal sortieren. Eine Laterne sollte ich anbringen, sagt er. Na egal. Oh ja. Kupfer. Kupfer ist fertig. Wollen wir noch Eisen reinschmeißen hier? Haben wir überhaupt noch? Ja. Guck mal. Schau mal, na guck. Schön reinschippern da, Bilbo. Das machst du fein. So. Und dann möchte der feine Herr zweimal handeln. Zweimal Bergbauwerkzeug. Und zwei Handtuchhalter. Kann er alles haben. So. Müssten wir mal. Das stellen wir auch auf den Tisch. Das sieht ja sonst nicht aus. Leute, das sieht ja sonst nicht aus. Haben wir so ein zwei Verbindungstresen? Schmeißen wir zusammen. Obwohl, nee, drei. So, wir machen das folgendermaßen. Zack, zack, zack. Da eine Hantel, da eine Hantel. Da die Laterne hin. Handtuchhalter kommt hier in der Ecke und hier in der Ecke. Und das Werkzeug, ne? Wo ich jetzt zwei gebaut habe, obwohl ich noch sechs im Inventar hatte. Cool. Kann dahin und dahin. Und dann haben wir einen symmetrischen Raum, dem es noch an einer Tür mangelt. Das hier, die fette Eisentür. Könnt ihr da pumpen gehen, Leute. Zack. Winzige Kraftstation. Und hat einen Punkt in Stil. Wisst ihr, genauso muss das sein. Da brat mir doch einer einen Storch. Du hast mir eine Handelsstation gebaut. Danke, Bilbo. Gerne. Wie dir sicher aufgefallen ist, musst du dich ein bisschen mehr anstrengen, um einen Raum besonders und ausgefallen zu gestalten. Sag das nicht nur, weil ich gerne in Saus und Braus lebe, aber ich würde an deiner Stelle versuchen, jedem Raum ein klein bisschen Ausgefallenheit zu verleihen. Potztausend, das hätte ich fast vergessen. Babs, hey Babs, wo steckst du? Was hast du auf dem Herzen, Schipper? Guck mal, Babs. Wir haben, ich habe uns eine Handelsstation besorgt. Damit haben wir ruckzuck die massiven Muckis, die du so vermisst. Dann kannst du dir endlich das Häschenkostüm überwerfen. Oh, Schipper, du Dummerchen. Das meinte ich nicht. Du bist doch schon muskulös genug. Warum berätst du dich nicht mit Bilbo? Ich bin sicher, ihr kommt drauf, was mir fehlt. Wahrscheinlich das Kostüm selbst? Was? Nein, mir reicht's. Was gibt's da so zu glotzen, Bilbo? Guck mich nicht so an. Okay. Na gut. Willst du was von mir? Ah, Bilbo, die anderen waren so nett, mich über die Situation mit Fräulein Babs aufzuklären. Was meinst du? Du weißt nicht, wer ich bin. Ich bin Serge. Kennst du mich nicht? Verzeihung, erinnerst du dich nicht? Ich bin gekommen, als du die Glocke geläutet hast. Ah, du solltest froh darüber sein. Geht es um das schöne Geschlecht zu haben, dieser ungehobelten Wüstlinge? Keine Ahnung. Ich hingegen stehe mit meiner weiblichen Seite durchaus in Verbindung.
weiß genau, was Fräulein Babs braucht, damit sie den Anzug anlegt. Ein privates Gemach zum Umziehen. Versetz dich doch mal für einen Moment in ihre Lage. Würdest du dich wohl dabei fühlen, deine Garderobe in diesem Sumpf von Testosteron und Muskeln zu wechseln? Bist du angekommen, dass du ein Händchen dafür hast, Baupläne anzufertigen? Vielleicht könntest du ja ein derartiges Gebäude entwerfen. Eine Dame wie sie verdient einen Hauch Eleganz. Daher solltest du daher einen Blumentopf in den Raum aufstellen und dann eine einzelne rote Gladiole pflanzen. Solche Blumen findest du bei der Kammer des kühlen Nasses nordöstlich von hier. Durch das Tal hindurch. Bitte pflück sie äußerst vorsichtig mit deinen Handschuhen. Einen Breiklumpen zu pflanzen würde den Sinn verfehlen. Bin schon sehr gespannt, was du mit diesem kniffligen Auftrag anstellst. Setz ihn doch bitte, wo immer du magst, innerhalb dieser Stadt rum. Boah, kommt daneben die Handelbank. Ist hier ein Kleidezimmer. Oh. Richtiger. Okay, nee, da müssen wir dann woanders machen. Und eine Sache noch. Hänge auf jeden Fall ein Namensschild an die Wand und schreib Babs Namen drauf. Das sollte unerwünschte Voyeure fernhalten. Klar. Was bin ich denn jetzt? Ziertisch. Ja, da kann ich mein eigenes Aussehen auch dran verändern. So. Wo kommt der Quark hin? Ich meine, das wäre ja hier schon draußen, ne? Ist ja nicht richtig. Können wir das hier so hinmachen? So, so. Hier nämlich alles wegkloppen. Das sieht doch okay aus, denke ich. Hier richtig schön eingebuddelt, die Scheiße. Und rundherum kann ich diese braunen Steine, diese Umbeerde, setzen. So, was wollen wir denn hier? Lehmsteinmauer, okay. Eine Holztür, eine Laterne. Einfaches Bett, bla bla bla. Okay. Krischt sie alles. So. Wollen wir mal diese Umbeerde hier? Erstmal. Damit das so richtig schön eingemauert aussieht. Ich weiß, dass ich das hier erst weggekloppt habe. Aber passt schon. So, dann. Lehmsteinmauer, ja. Dann der Frisiertisch da hinten in die Ecke. Namensschild. Ist das Paravent? Okay. Also so eine Trennwand. Quasi. Okay. Kannst du alles haben, Babs. Gut, dass uns das hier nochmal separat angezeigt wird, was wir brauchen. Wir brauchen diese Tür. Wir brauchen eine Laterne. Wir brauchen ein Bett. Wir brauchen einen Steintisch. Den Frisiertisch. Steinschemel. Trennwand. Noch was? Ach ja, ein Blumentopf. Die Gladiole holen wir dann ganz zum Schluss. Also, Steintisch, hier, da Laterne drauf, Tür, Frisiertisch, Schemel,
Blumentopf. Paravent. Namensschild. No. No. Es ist nicht mehr in meiner Siedlung. Versuch's mal trotzdem, das noch zu Ende zu bauen. Ist doch nicht euer Ernst, Alter. Weil es nicht mehr in der Siedlung ist, oder was? Nee, ey. Mal einmal auf den Handschuh wechseln. Die Gladiolen sind, weiß ich tatsächlich, durch die Folge, die mir flöten gegangen ist. Das habt ihr ja leider nicht gesehen, aber... Naja. Ich hoffe, dass sowas nie wieder passiert. Ja, hier. Hier sind Gladiolen. Ah. Huch. Und dann einmal nach Hause damit. Rückreichen die Viecher uns nicht an. Könnte schlecht sein für unsere Gladiole. Wenn wir die auf einmal fallen lassen. Ist ja nicht so. Ich meine, auf das Namensschild, muss ich da den Namen draufschreiben? Nö. Ich hab's quasi fertig. Boah. Bilbo aber hochspringen. Jetzt der Bilbo, ich bin... Ja, okay. Das Problem ist, dass ich den Namen noch draufschreiben muss. Was? Ja. Das ist doch... Das ist doch purer Beschiss, ist das. Seid hier hin. Bauplan nochmal. Aber ich kann das ja dann einfach... Ja, kann ich das jetzt... Ernsthaft? Ich will das einfach nur nochmal bauen. Kann ich das nicht? Doch, als Gegenstand nehmen. Ja. Kommt halt hier hin. Da bleibt ja quasi nichts anderes. Sand? Natürlich habe ich Sand. Wenn ich irgendwas im Überfluss habe, dann ist es Sand. Nein, diese Tonerde oder was auch immer. So, und dann nochmal von vorne. Yay! Aber ich kann ja dann alles einfach rüberholen. In Handschuhen. Das war auch ein bisschen aufwendig, aber naja. Die Wand hier vorne ziehe ich erst, wenn ich alles drin habe. Ja, alles ein bisschen leichter manövrieren. Das ist so dämlich. Diese 3 Meter. Dass das einfach nicht mehr zählt. Und die Mucke ändert sich. Andauernd.
Jetzt sag mir nicht, dass das auch nicht mehr in der Siedlung. Da krieg ich einen Kollaps. Also das mit der Mucke ist gerade echt weird. Aber naja. Dann nur noch den Frisiertisch in der Ecke. Die Wand zu. Dann sollte das... Bitte. Nein! Ja, natürlich bist du am Verhungern, wenn du andauernd den falschen Block nimmst. Blöd Mann. Natürlich kann ich das da platzieren. Zack. Ja. Ach, Keule. Ach, Keule. Und nochmal. Das ist doch nicht euer Ernst. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also bauen wir das Ganze jetzt nochmal. Aber wo jetzt? Aber ein Stück weiter vorne. Alles zwei Blöcke weiter vorne. Das war jetzt gar nicht clever. Ja, whatever. Okay. Ach ja, die sind fertig mit Kohle rausschippern. Und so. Okay, aber gut, was? Dankeschön. Kann die Blume offensichtlich auch einen Metallboden pflanzen? Zu doof. Ich lasse die Wände da hinten so, wie sie sind. Erstmal. Na, gleich nochmal mit dem Hammer draufhauen. Das kann nicht wahr sein. Echt nicht wahr sein. Das hier ist aber alles drin, oder? Nee, nicht alles. Okay, dann kommt das jetzt einfach hier irgendwo hingeflanscht. Ist mir egal. Und ich nehme jetzt einfach den Hammer. Kloppt das alles weg.
Leute, das ist gerade echt frustrierend. Warum ist der Boden da weg? Kann ich den Bauplan auch wegmachen? Bauplan entfernen. Yep. So. Kein Platz mehr da oben. Gut. Und so. So, Leute, ist das hier in der Siedlung? Wird schon wieder mega salty. Aber Alter, das ist dumm. Und dann ist der Raum noch so, naja, ich sag mal so groß. Das ist ja nur ein wirklich kleiner Raum. Das Spiel widerlegt meine Aussage. Oh no, ich hab die... Scheiße. Lanze kaputt gehauen, ne? Finde ich hier nicht nochmal. Also nochmal los. Oh, die machen immer süße Geräusche. So. Darf ich jetzt... Du willst dich gerade in dieses Bett legen, oder? Es geht. Gut. Jetzt kommen sie alle an. So, feiert mich. Feiert mich, ich hab ein Schlafzimmer gebaut. Dreimal. Tachchen. Ja, Tachchen. So, wo bist du? Search. Nee, nee, hier wird nicht gepennt. Fabelhafte Arbeit, dieses prächtige Gemach für Babs Bilbo. Bist du sicher, dass Babs das hier braucht? Wenn du mir umsonst Hoffnung machst, werde ich dir das nie verzeihen. Hey Babs, Babs, komm her, ich will dir was zeigen. Ja, hier vor allen Dingen. Oh, ist dieser Raum für mich? Der ist perfekt, um darin ein neues Häschenkostüm, neues Häschenkostüm zu schlüpfen. Sag gerne ungern, ich hab's dir gesagt, aber ich hab's dir ja gesagt. Warte nur einen kleinen Moment, ich zieh mich eben um. Whee! Oh, Bilbo, ich hätte nie gedacht, dass ein bloßes Gebäude derartige Begeisterung bewirken kann. Diese Vorfreude. Kommt alle herbei, ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. Jetzt sage ich hiermit meine Mitgliedschaft bei den Kindern Argons. Ich werde fortan ein Schneider sein, der die elegantesten Kleider für Showhasenjungs und Mädchen in der im ganzen Land anfertigt. Klappe, Alter! Keiner interessiert sich auch nur einen feuchten Rattenfurz dafür, was du mit deinem Leben anfängst. Nicht, wenn es viel wichtigere Angelegenheiten gibt, um die man sich kümmern muss. Babs? Babs! Wo bleibst du? Zeig dich endlich! Tada! Na, wie gefalle ich euch? Oh Mann. Oh mein Gott! Gute Güte, sowas Schönes habe ich noch nie gesehen. Dass wir es mit dem Zerstörten. Dass wir es mit dem Zerstörten die Kinder Hargons können und. Das, ach so! Das war's mit dem Zerstören. Die Kinder Hargons können uns gerne mal haben. Und jetzt sind wir Erbauer, genau wie Bilbo.
Erzählst du von meinem neuen Outfit, Bilbo? Kann ich das tragen? Boah. Danke, freut mich, dass es dir gefällt. Babs, ich will auch Häschenkostüm sehen. Oh Gott, ey. Ja. Oh, Babs, sehr hübsch aussehen. Hübsch wie die. Das ist also das berühmte Häschenkostüm, ja? Sie sieht definitiv etwas tougher aus als vorher. Vielleicht liegt das an den neuen Hörnern, die hier wachsen. Danke, Jungs. Ich werde das beste Schäuschen sehen, das diese Insel je gesehen hat und meine Mutter stolz machen. Ja. Welche Mutter war jemals stolz darauf, dass ihr Kind sowas trägt? Hm? Ich merke Monster. Viele Monster. Na! Oh, und steht ein großer Fight bevor, ja? Ich muss aber erstmal Dankbarkeit einsammeln. Und dann muss ich diese Folge beenden. Ey! Ja, Malrod kämpft nicht mit, das wird so nichts. Alter, ist das dein Ernst? Zum Glück hat er daneben gehauen. Zum Glück. Und ihr steht da immer noch, ja? Oh, nee. Mal wieder Maximum Eisen bauen. Und dann Maximum Kupfer reinkloppen. Mit dem Bahn selber können wir ja sonst nichts anfangen. Und irgendwas wollte ich jetzt noch. Genau, ich wollte mich hier hinstellen und sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo, falls noch nicht geschehen. Kritik gerne in die Kommentare und wir sehen uns gerne morgen wieder mit mehr Dragon Quest Builders 2. Bis moin, ciao, ciao.